Neben mir steht Rainer Reuß, er ist Pharma-Branchenexperte bei Domino Deutschland. In dieser Funktion betreut er im Vertrieb vor allen Dingen strategisch wichtige Kunden des Unternehmens und Pharma-OEMs. Herr Reuß, Domino Deutschland ist ein renommierter Anbieter von Kennzeichnungssystemen. Welche Drucktechnologien empfehlen Sie für das richtlinienkonforme Aufbringen von Sicherheitscodes, also Serialisierungscodes? Ja, Herr Lehmann, die Frage kann man eigentlich sehr eindeutig beantworten. Es kommen vorwiegend zwei Systeme in Frage. Das ist dieser sogenannte Thermal-Inkjet und Laserbeschriftungssysteme. Welche Gründe sprechen für Thermal-Inkjet? Thermal-Inkjet hat den Vorteil, dass er sehr, sehr kompakt ist. Das heißt, man kann ihn leicht integrieren. Zum anderen ist er in der Anschaffung relativ kostengünstig. Das sind eigentlich die ganz großen Vorteile. Und die Lasersysteme? Die Lasersysteme, die haben in der Richtung einen großen Vorteil. Die Beschriftung ist permanent, weil ich bearbeite das Material. Der Nachteil ist, dass die Laser groß sind und relativ komplex in der Anlage zu integrieren sind. Wir haben jetzt die Thermal Inkjet Systeme und die Lasersysteme. Kann ich diese Systeme sowohl für die Kennzeichnung von der Primärverpackung als auch der Sekundärverpackung einsetzen? Also generell kann man da ganz klar sagen, ja, das ist möglich, wobei in den meisten Fällen man doch auf andere Technologien geht. Für die Sekundärverpackung? Für die Sekundärverpackung. Welche kommt da zum Einsatz? In erster Linie sind es die sogenannten Etikettendruckspendesysteme oder auch teilweise Großkennzeichnungssysteme bezogen auf diese Job-on-Demand-Inkjet-Technologie. Leistungsfähige Drucksysteme sind das eine gute Dienstleistung ist das andere. Herr Reuß, mit welchen Dienstleistungen unterstützen Sie Ihre Pharmakunden bei der Umsetzung der EU-Fälschungsrichtlinie 2011/62/EU? Also generell beraten wir natürlich unsere Kunden in Bezug auf die Drucktechnik. Wir machen auch die ganzen Musteruntersuchungen kostenlos für die Kunden in aller Regel, damit man die Eigenschaften festlegen kann. Und zum anderen, aufgrund von unserer Kenntnis im ganzen Bereich Serialisierung, können wir die Kunden darüber hinaus zusätzlich noch beraten, auch teilweise im Bereich Maschinenintegration und Softwarelösungen. Bei der Auswahl der Verpackungsmittel unterstützen Sie da auch, der Packstoffe unterstützen Sie da auch? Ja, eben gerade durch diese Untersuchungen bei uns im Applikationslabor können wir dem Kunden sagen, das eine Material eignet sich gut, das andere eignet sich nicht gut für die Applikation Kennzeichnung. Herr Reuß, vielen Dank für das Interview. Gerne.